Hallo und herzlich willkommen bei der Horn Klartext. Aber diesmal ist der Horn was? Ein Wahlmotivierer. Jetzt. Das ist doch der Hammer. Also der Horn ist Wahlmotivierer. Jetzt nicht Flugmotivierer, ja, unter dem Motto, wie sitzt man am besten in der First und wie macht man am besten die Touren, sondern es geht ja um Klartext. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied zu der Geschichte, dass man sagt, der Horn Private Jet oder Horn Circle oder ja, wie auch immer, der VIP-Man. Nein. Es geht ja hier bei Klartext um Themen, die mich sozusagen beschäftigen, wo ich sage, da könnte man was verändern. Und Veränderung war immer mein Thema. Immer. Egal wann, egal wie und egal zu welcher Zeit. Und wir sind jetzt in einer Zeit, das heißt ja langsam geht die Zeit ja Richtung nach Corona. Ne? Wir sind ja noch in der Pandemie, aber jetzt kommen wir langsam in diese Zeit nach Corona. Und wer dieses Dreivierteljahr Corona für sich nicht genutzt hat, um Klarheit die Fakten, Informationen mal von einer anderen Seite zu beleuchten, was ich ja immer sage. Der Horn sagt ja immer, ihr dürft nicht alles glauben, was da draußen die Industrie euch sagt, sondern ihr müsst die Dinge durchleuchten, hinterleuchten, hinterfragen. Das ist das richtige Wort. Hinterfragen. Und nur wer hinterfragt, ist nachher nicht der Dumme. Und bisher, was man manchmal so mitbekommt, sind eben extrem viele Dumme, sorry für das Wort, unterwegs, weil sie nichts hinterfragen. Sie hinterfragen die Themen einfach nicht, ja? Sie schlucken die Geschichten so, wie sie kommen und genau das ist der falsche Weg. Ich habe ja in so vielen Klartexten immer wieder gesagt, ihr dürft nicht tunnelblicktechnisch unterwegs sein. Ihr müsst immer weit auseinander, weit geöffnet, ob ihr durch den Flughafen geht oder ob ihr durch den Bahnhof lauft. Ja, es ist egal, ob ihr irgendwelche Influencer-Geschichten euch anguckt, weil sie eben sehr schön und bunt gemacht sind, aber eben auch hinterfragen, warum, was will der mir damit sagen und warum will er mir jetzt etwas verkaufen? Sich das anzugucken, vielleicht sogar den einen oder anderen Tipp zu erfahren, ist doch wunderbar, ist ja gar keine Frage. Immer seine Cookies löscht, dass man eben die Verläufe da in den Browsern immer auf den aktuellen Stand hält, damit man eben nicht immer jeden Tag die gleiche Information bekommt, dann wird man langsam blöd. Das ist so, ja? Und zwar bleibt man dann in dieser Werbeblase hängen. Und wenn der Horn sagt, er ist Wahlmotivierer, dann hat es einen Hintergrund. Es geht um was, liebe Freunde? Es geht um die Klimaliste. Obergeiles Thema. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ein obergeiles Thema. Gucke mir das jetzt schon seit einigen Tagen an und steige da also immer mehr in dieses Thema ein. Ich sage nur Klimaliste Hamburg, weil der Horn ist Hamburger. So logisch. Also heißt das Motto Motivation. In Baden-Württemberg, das heißt also Hamburg braucht noch ein bisschen, da kommt noch ein Video extra, aber die Baden-Württemberger da unten, Stuttgart etc., da geht's jetzt richtig los und es wird ein Wahlkampf, das wird schon sehr spannend. Ja, weil, ich meine, der Kretschmer, Grüne, die Grünen und Kretschmer, ich meine, da kann man ja was sagen, das ist die CDU, oder? Das ist wirklich die CDU. Schönes Mittagessen gehen im Fünf-Sterne-Hotel, ja, und mal schauen, was wir eben noch so machen können. Stuttgart 24, die waren an der Macht, und was haben sie gemacht? Jetzt werden wir weiterbauen. Guck mal, das sind die Grünen. Also, da hat selbst eine Luisa Neubauer keine Worte mehr für solche Parteien, die ja im Endeffekt, wie schon immer, ich kann mich da immer nur wiederholen, Joschka Fischer ist für mich immer das Paradebeispiel, ja, und dieser andere Typ, dieser Trittin, ja? Ich meine, was haben diese Leute geleistet? Sie haben was geleistet? Das, was man an Trittin sozusagen an Leistung festlegen kann, ist, dass er was gemacht hat, das Dosenpfand eingeführt. Und wie hat er das dann nachher genannt? Er hat dann gesagt, da ist doch toll, dass eben die Obdachlosen auf der Straße damit eine Einnahme gefunden haben. Also, was für ein Hohn ist das eigentlich? Da hätte man ihm eigentlich, ja, mal ganz kurz einen auf den Dong geben müssen. Ich meine, das ist schon wirklich von oben herab, ja. Und dasselbe ja bei Fischer. Joschka Fischer ist ja ein Turnschuhminister gewesen, der ja in der Revolution sozusagen selbst sich erstickt hat. Ja, der hat gemerkt, oh, da ist die Macht. Dann war er in der Macht, dann hat er auch diese Dollarzeichen gesehen. Und was hat er gemacht? Ja, was hat die Macht mit ihm gemacht? Er fliegt First Class. Habe ich zigmal erlebt, wie er in der First Class, gerade speziell bei Lufthansa war, war sicherlich auch ein Circle-Member und hat sozusagen schön mit der Familie das tolle Luxusleben genossen. Unter dem Motto 1,5 Grad ist mir doch völlig egal, was das heißt. Nach außen sage ich, give me the chance, aber innen interessiert mich das doch ein Scheiß. Ja? Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bundestag, aber lass mich dann abholen vom Chauffeur. So ist ja die Einstellung der Grünen. Und das sind ja die jetzigen Grünen nicht anders. Die haben was? Ein Thema haben die. Die sagen, ich habe das gerade gelesen, unsere Farbe ist gekommen. Grün.
also Dollar, ja? Die Farbe des Dollarscheins bei den Grünen ist gekommen. Und man sieht in den Augen auch dieses Dollar-Ding. Ja? Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn ihr den grünen Politikern, die jetzt gerade den Wahlparteitag hinter sich haben, da siehst du richtig, wie sozusagen das Dollarzeichen da drin war, wie die also in diese Kamera mit einem extremen Smiling war. Ich meine, versagt hat Trittin, ist klar, wieder logisch, ja? Da will ein älterer Politiker praktisch mit den Jüngeren mithalten und versagt völlig. Nur mal so nebenbei. Kleiner Witz, kleiner Joke. Kleine Schote sozusagen vom Horn erlaubt. Also, diese Dollarzeichen sieht man da, weil natürlich auch das Machtthema. Die Grünen sehen jetzt die Macht, ja? Und die gehen jetzt also ellenbogentechnisch. Geht das jetzt voran, denn sie sind jetzt über 20% und ich meine, da darf auch nicht so viel Öko drin sein. Das ist doch ganz klar. Das hat selbst Luisa Neubauer gesagt. Also, die sagte völlig klar, sobald es vor die Wahl geht, dann rudern die Grünen sozusagen wieder zurück ein bisschen unter dem Motto, wir wollen mal nicht so viel Öko, damit wir nicht die CDU-Wähler und die SPD-Wähler verkraulen, denn die wollen wir ja auch haben. Was für ein Dummsinn, oder? Ich meine, da muss ein Wahlmotivator wie der Horn, geht gar nicht besser. Darum braucht es Restart. Ich sage, es braucht einen politischen Restart. Und wir dürfen, und das müssen wir jetzt erstmal anfangen, denn Fridays for Futures hat es eigentlich schon gesagt und auch die Klimaliste hat es gesagt und das fand ich fantastisch. Es muss den Grünen mal wieder der Spiegel, Till Eulenspiegel fällt mir da ein, der Spiegel vorgehalten werden in dem Motto, wollt ihr jetzt versagen, eure Seele verkaufen oder seid ihr bereit, für die Menschen vor Ort, also für uns Bürger etwas zu tun. Und darum geht's. Politiker sind nochmal, ich will das aber ganz klar sagen, ich werde auch nochmal ein extra Video machen über das Thema Politiker, damit auch alle verstehen, was eigentlich ein Politiker ist, ja? Nämlich aus der Sicht des Horn gesehen. Heißt also, ich erwarte, dass sie an die Bürger denken. Und da die Grünen anscheinend für die Bürger auch nichts mehr übrig haben, sondern nur noch für eine gewisse Schicht der Bürger, die also extrem viel Geld haben, damit eben auch noch viele Spenden da reinkommen, um ihre Wahlkämpfe zu... Man, was werden wir jetzt erleben? Wir werden jetzt erleben, wie die Grünen extrem viel Geld locker machen, also viel Geld einnehmen und dann natürlich auch leider, auch hier, auch jemand wie Greenpeace ist da, und der hinterfragt das nicht mehr. Die wollen, dass die an die Macht kommen, dann sind sie ja mit im Boot und dann rudern die da zusammen. Greenpeace und die Grünen und die rudern in einem Ding. Und jetzt kommt, was? Jetzt kommt die Klimaliste. Kinder, das ist so geil. Also ich finde das wirklich geil. Ich kann das schon gar nicht mehr abwarten. Wirklich. Ich kann das nicht abwarten, weil ich dann sehe, das heißt also, wenn man überlegt, da arbeitet ja sozusagen, ach guck mal, da reiben sich die Hände bei mir, da arbeiten die Grünen mit der CDU zusammen. Ja, SPD findet ja gar nicht statt, die haben ja sowieso keine Meinung mehr, die leben noch, die essen und trinken, fertig. Das ist die SPD. Linke kann man ab und zu sagen, kann man vielleicht irgendwie wahrnehmen, aber wen man extrem wahrnimmt, sind die Grünen und die CDU. Die gehen schön mit das Essen, die machen also sozusagen in den feinen Fünf-Sterne-Restaurants, machen die sozusagen ihre Meetings. Für mich die Losing-Nummer Stuttgart 21, glaube ich, war das, oder 24. Auf jeden Fall diese Nummer mit dem Stuttgarter Bahnhof, wo ja auch so ein extra, da wurden ja Milliarden extra ausgegeben. Und seit die Grünen dran sind, kostet es noch mehr und sie werden nicht fertig. Heißt also, das, was ja eigentlich wichtig wäre, nämlich sich um dieses Thema zu kümmern, versagen. Auf ganzer Ebene. Heißt, das ist das Thema, was natürlich vor der Tür steht. Und damit, weil auch dort im Bereich der Bahn und Strecken und Ausbau ja nichts vorankommt und dort, ich weiß nicht, Gelder, ich will nicht sagen veruntreut, ja, das wäre das falsche Wort. Aber wo ist das ganze Geld? Und warum wird das immer teurer? Und wieso geht das nicht voran? Und was ist mit dem Regionalverkehr? Da denkt keiner von den Grünen dran. Kein Wunder, die sitzen ja mit der CDU zusammen, machen also einen schönen Parteitag, ja, und überlegen, wie können wir die Bürger ausschrumpfen, ja? Wie können wir noch mehr Kohle daraus ziehen? Und jetzt ist die Chance. Jetzt kommt der Horn-Wahlmotivator und ich kann euch nur dementsprechend motivieren, zur Wahl zu gehen in Baden-Württemberg. Klimaliste Baden-Württemberg ist das Thema. Klimaliste Baden-Württemberg, ja, ist das Thema. Heißt also, die brauchen eine extreme Unterstützung. Und warum brauchen die Unterstützung? Damit sich da was tut. Denn ihr wisst doch, wenn die CDU und die Grünen, und da natürlich speziell die Grünen, es geht jetzt ausschließlich darum, dass man sagt, den Grünen, diesem Kretschmer, den müssen wir von diesem Luxustisch runterholen, ja? Also, ich meine, nur noch Dollarzeichen im Auge und nur noch sozusagen die Macht im Spiel, das verdirbt die Menschen. Aber vor allem, wenn sie zu lange dabei sind. Heißt also, die Klimaliste ist natürlich im Endeffekt dazu da, dass man den Grünen mal wieder sagt, ey, wisst ihr noch, worum ihr gewählt worden seid und was eure Aufgabe ist? Und genau da setzt so eine Klimaliste an.
Da sind junge Menschen aktiv. Und ich sage mal, das müssen ja nicht nur immer Teenies sein, sondern das können natürlich auch junge Menschen sein, die ruhig älter sind, weil sie im Kopf noch jung sind. Weil sie sozusagen etwas für ihre Umgebung, für ihr Land vor Ort tun wollen. Und das ist das, was imponiert. Und das ist das, was sozusagen ein Wahlmotivator wie der Hon, ja, also regelrecht nach vorne pusht. Und wo ich sage, jetzt wird es sehr spannend und da muss eine unterstützende Hand sozusagen von allen Seiten herkommen. Da kommt frischer Wind auf einmal ran, ja? Und da kriegen die wie so ein Buff gegen den Bug gehauen, weil auf einmal die Grünen sagen, oh, was ist da passiert? Oh, da ist das Bein weg. Ja, so, auf dem Motto. Und ich meine, darum geht's doch. Und wenn man dann einen Kretschmer im Interview hört, dann sagt der schon komische Sachen. Der sagt dann zum Beispiel, ja, die müssen natürlich jetzt überlegen, ob sie damit nicht insgesamt das grüne Thema schwächen. Das ist schon ein dummer Spruch, oder? Denn ich meine, die Wälder werden trotzdem abgeholzt. Ja, und die Grünen stehen in Hessen, sowie eben in Baden-Württemberg, in der Regierung. Und sie lassen das einfach zu. Sie lassen das zu. Sie sind nicht vor Ort. Und das ist das, was ich sozusagen dramatisch finde. Ein Kretschmer, der in Baden-Württemberg in der Regierung sitzt und eigentlich so viele Dinge bewegen, den habe ich bei so einer Waldabrodung schon lange nicht mehr gesehen, oder? Hat den jemand gesehen, dass der mit auf den Baum klettert? Ich meine, gut, ist ein bisschen älter, man könnte dem ja so eine Art Zugseil, aber dass er sich dazu begibt und dass er auch sich gegen sozusagen diesen Polizeieinsatz und den sagt, auf, das könnt ihr nicht machen, und da würde man doch gerne sehen wollen, dass ein Grüner... Das ist ein Grüner, ist nicht einer von der CDU. Also Kretschmer ist ein Grüner, der ist nicht von der CDU. Dass man da sehen will, dass einer von den Grünen, da ist überhaupt keiner von den Grünen dabei. Da habe ich nur Grüne Liste und die anderen Revolutionären gesehen. Aber von Grünen, ich weiß gar nicht, die sind nur noch am runden Tisch. Und genau da müssen wir ansetzen. Was erwarten wir denn von einer grünen Politik? Wir erwarten, dass da nicht nur grüne Bäumchen gepflanzt werden, sondern dass die Bäume, die wir haben, erst gar nicht abgeholzt werden. In der heutigen Zeit doch völlig verständlich. Ich erwarte doch Alternativen. Und wenn wir in einer Zeit angekommen sind, dass nur noch eine Kröte, weil sie dort lebt, den Wald schützt und nicht mehr die Grüne und die ideologischen Gedanken von uns Menschen, dass man sagt, wir brauchen Luft zum Atmen. Und ich weiß nicht, wann sind die Grünen das letzte Mal durch einen Wald gelaufen und haben mal richtig geatmet? Wann seid ihr das letzte Mal durch den Wald? Durch den Wald zu laufen, frische Luft zu atmen. Ich meine, da würde in Peking, die wären froh, wenn sie wieder einen Wald hätten. Ja, die haben ja auch alles platt gemacht. Jetzt müssen sie mit ihrer Scheiße dort leben und haben, ich weiß nicht, Feinstaub. Und wir wissen, 8 Millionen Menschen sterben allein pro Jahr an Feinstaub. Allein an Feinstaub. Leider die Falschen. Also man kann das nicht anders sagen. Manchmal würde man sagen, die eigentlich das Ganze verursachen, die kommen durch. Aber die anderen, die kommen irgendwie, die haben das Pech, dass sie es eben, ja, sie sind eben ja nur Kunde. Auch wenn das Wahlprogramm der Grünen im nächsten Jahr heißen wird, jede Zeit hat ihre Farbe, dann kann ich den Grünen nur jetzt schon ganz klar sagen, die Farbe der Zeit ist bunt. Ist ein Go! Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Hon. Und weiterempfehlen. Wendo. Wesso, Wendo. Wendo.